So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Runde von Let's Play Alarmstufe Rot 3. Ja, wir haben uns dazu entschieden, die dritte Mission doch nicht nochmal zu machen. Wir hatten sie ja sowieso schon fast fertig. Das Einzige, was wir dabei verpasst hätten, wäre Krukows tolle Ausrede gewesen, warum seine Armee jetzt woanders gebraucht worden wäre, damit er sich jetzt verpissen kann. Ansonsten machen wir jetzt einfach mit Mission 4 weiter bei Pearl Harbor. Ja, genug gelabert, wir starten jetzt einfach das Video. Bürger der Welt, das gewaltige Reich der aufgehenden Sonne hat sich erhoben. Der Tag unserer Bestimmung ist gekommen. Wehrt euch nicht gegen das Unvermeidliche. Die Sowjets haben sich widersetzt und sie haben dafür gebüßt. Ich sage euch, macht nicht denselben Fehler. Überleben ist keine Frage des Glücks, sondern eine Frage der Wahl. Leben oder vergehen. Es liegt an euch. Du bist dagegen? Vater, wir hätten den Alliierten nicht die Chance lassen sollen, sich zu ergeben. Wir hätten sie angreifen sollen ohne Warnung und sie dann auslöschen. Sie werden sich nicht widersetzen, mein Sohn. Nicht nachdem sie gesehen haben, was den Sowjets widerfahren ist. Aber Vater, wir haben Nachrichten von meinem Spion im alliierten Hauptquartier. Sie planen einen Angriff auf unsere Basis in Pearl Harbor. Pearl Harbor? Unmöglich! Wirklich? Es beherbergt so viele heilige Schreine. Außerdem unsere halbe Flotte. Es wäre mehr als verwegen. Du scheinst nicht zu verstehen, wie sie denken, Vater. Die Alliierten glauben, wir seien unterlegen. Schon immer. Deswegen müssen wir gnadenlos mit ihnen umgehen. Dann tue, was du tun musst und verstärke umgehend unsere Abwehr. Für den Angriff auf unser Pearl Harbor. Achtung, die Alliierten planen einen Angriff auf die Hawaii-Inseln. Einen heiligen und strategisch bedeutsamen Besitz unseres Reiches. Sie denken, es wird eine Überraschung für uns, aber General Tatsu hat schon längst einen Plan, wie wir den Feind zerschmettern können mit unseren mächtigen Schlachtschiffen. Sie verteidigen Pearl Harbor und all unsere kulturellen Schätze dort. Treiben Sie den Feind ins Meer zurück. Wir müssen unsere Position in Pearl Harbor verteidigen. Sie müssen die alliierte Flotte zurückschlagen. Ihre Befehle lauten wie folgt. Errichten Sie einen Sperrriegel, um den alliierten Angriff abzuwehren. Oh Gott. Eine meiner Hassmissionen. Wenn ich ehrlich sein soll. Die Alliierten haben schon fast unsere Position erreicht mit einer gewaltigen Flotte. Kronprinz Tatsu hat noch mehr für Sie. Verteidigen Sie die Häfen, Commander. Die Alliierten dürfen Sie nicht besetzen. Halten Sie durch, bis unsere Schlachtschiffe eintreffen. Defender-Kern. Wir haben da ein paar Defender-Kerne, das ist nett. Neues Einsatzziel erhalten. Ich denke, die alliierte Flotte sammelt sich im Nordosten zum Angriff. Vielleicht kann sie unsere Defender wie Eckstützpunktverteidigung aufhalten. Wird gebaut. Bringen Sie Ihre Defender wie Eckstützpunktverteidigung in der Nähe der Monumente und Häfeninstellungen, um die alliierten Angriffe abzuwehren. Aktivieren Sie die Langstreckenradars, damit wir die Bewegungen des Feindes verfolgen können. Erobern Sie sie mit Ingenieuren. Neues Bonusziel erhalten. Oh nein, ich bin das auch. Ach, ich hab doch schon mal ein Bein gesehen. Da haben wir noch ein paar Defender-Kerne. Bau abgeschlossen. Ich hab hier noch ein paar Defender-Kerne gefunden. Okay.
Was können wir denn hier eigentlich alles machen? Gut. Gut gebaut. Bau abgeschlossen. Da haben wir noch ein paar nette Sachen. In Ordnung. Vorwärts. Defender-Kern. Rücke zu Stationierungsort vor. Wir haben auf jeden Fall die nervigen U-Boote. Ja. Wir kriegen auch noch Naginata-Kreuzer und Shogun-Schlachtschiffe im Verlauf der Mission. Okay. Abwehrdrohnen bereit. Unzureichende Mittel. Gebäude erobert. Tja, so viel zur Überraschungsparty. Aber das macht mir nichts. Ich kämpfe sowieso lieber Auge um Auge. Feindliche Einheiten entdeckt. Der Himmel gehört uns. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gebäude erobert. Die Radartürme sind online. Unsere Sichtweite wurde erhöht. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. Ah, du Scheiße. Vergessen, dass wir nie gehen. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der greift da gerade deinen Hafen an, wo du deine U-Boote gerade wegbewegt hast. Nur mal so. Echt? Jo. Unser Verbündeter wird angegriffen. Scheiße. Unzureichende Mittel. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Den Viechern. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Spee-U-Boot. Unzureichende Mittel. Ja, Herr. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Abwehrdrohnen bereit. Ziel durch. Verstanden. Letztes Geschwader bereit. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sagen wir mal schon mal. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Schadenmacher.
Okay, jetzt hat er eigentlich keine Schlitte mehr. Ausbildung. Mit seinen kleinen Angriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Seine Kreuzer werden so pulverisiert. Das ist meine Pflicht. Okay. Ich diene dem Kaiser. Unser Verbündeter wird angegriffen. Abwehrdrohnen bereit. Ziel wählen. Ausbildung. Nein, nein, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Eine Einheit wird angegriffen, wird gebaut. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Neue Bauaufgaben. Unsere Chirurgen Schlachtschiffe wurden nordwestlich von ihr aufgehalten. Aber immerhin sind einige Naginata-Kreuzer zu uns durchgebrochen. Wir können in ihren Tenodon. Ja, wir kriegen ein paar Naginata-Kreuzer. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einheit verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Jetzt ist Geschwader bereit. Du kommst mit deiner Ecke da hinten klar, oder? Ja. Unzureichende Mittel. Hallo, seid ihr bescheuert? Fliegt mal ein bisschen vor und dann. Unzureichende Mittel. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Was passiert, wenn man den Stützpunkt hat, in die Luft macht? Dann haben wir gewonnen, aber glaub mir, der ist mehr als gut verteidigt. Also wir können die, wir können versuchen, ihre Docks da vorne schon mal kaputt zu machen, aber weiter hinter würde ich noch nicht vordringen, weil da hinten, da gibt's eine Menge. Ich hab's gesehen. Die haben sehr gute Verteidigung da hinten. Na, warum fährt er denn da hin? Unzureichende Mittel. Ehrenhafte Entlassung autorisiert. Vorsicht, Commander. Spione versuchen, unser Langstreckenradar zu deaktivieren. Neues Bonusziel erhalten. Unzureichende Mittel. Kritisches Gebäude wird angegriffen. So viele Hubschrauber. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jetmodus, kein Problem. Hey, hey. Ein Sammler wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Der Himmel gehört uns. Patrouille. Unser Verbündeter wird angegriffen. Schmelzen wir das? Die Alliierten entsenden Ingenieure in unsere Radartürme.
Unzureichende Mittel. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Oh, fuck, da kommen die Flugzeugträger an. Sie sind hier, ich weiß es. Seid ihr das? Wo? Da hinten. Bei den Docks. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, seid ihr das? Jetzt haben wir sie. Genau, mach die platt. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich habe meine U-Boote mal auf Kamikaze-Mission dahinter geschickt. Das können die nämlich recht gut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Was macht denn der da? Was soll denn der machen? Schickt einen Bauhof dahinter. Also ein MBF. Unzureichende Mittel. Die Alliierten entsenden Ingenieure in unsere Radartürme. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Patrouilliere. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Fehlen hier eindeutig noch die verbesserten Raketenmagazine. Unzureichende Mittel. Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Boot des Kaisers bereit. Ja, wir kriegen unsere Shogun-Schlachtschiffe jetzt. Ziel erreicht. Und noch ein paar Naginata-Kreuzer. Unzureichende Mittel. Die Schlachtschiffe sind da, Commander. Sie werden den Feind mit ihrer Hilfe in die Knie zwingen. Er ist ungeschützt und reif für den Todesstoß. Also ich habe da einige Stützungsverteidigung gesehen. Ungeschützt würde ich nicht sagen. Neue Bauoptionen. Neues Einsatzziel erhalten. Bonusziel erreicht. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Feuerst du mal? Unzureichende Mittel. Die Alliierten entsenden Ingenieure in unsere Radartürme. Abwehrdrohnen bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir dürfen ab jetzt auch Shogun-Schlachtschiffe bauen, wenn wir wollen. Ja? Wir werden nicht wanken. Angriff vorbereiten. Angriff feuern. Frag mich zwar, was das soll, dass der da hinfährt. Ah, da sind viel zu viele von denen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Einheit verloren.
unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Stützpunktverteidigung da eine Basis an Land da hinten errichtet bei dir. Echt? Ja. Eine Einheit wird angegriffen. Ich schick meine Striker da mal hin. Alles ruhig. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird angegriffen. Einheit verloren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einsatz, Ziel erreicht. Ich glaube, wir haben es. Schön, Sie haben gewonnen. Ich mochte Hawaii sowieso nicht. Sie haben Hawaii gerettet und viele, viele Leben. Danke, Commander. Kronprinz Tatsu wird überaus erfreut sein. Dämliche Kronprinz, ey.